So, wenn man dann den Rand komplett festgenäht hat, einmal rum, dann ist ja hier noch offen, hinten, das hat man offen gelassen. Dann kann man den Mantel umdrehen, einfach mit der Hand rein und die Enden rausziehen auf die andere Seite. Damit kommt dann die Gummierung nach außen und die Fließdecke nach innen. Dann muss man mit der Hand nochmal reingehen und alle Ecken rausdrücken. Also die Enden für den Hals und hier die Seite für den Klettverschluss. Das andere Halsteil, die Ecken rausdrücken. So. Und die andere Seite, den anderen Klettverschluss. Und dann legt man es glatt. Dann sieht man, dass es noch ein bisschen verknollt ist. Glatt ziehen. So. Dann ist der Halsausschnitt immer ein bisschen verknäuelt. Und ich mache es so, dass ich jetzt nur die Rundungen stecke, damit die mir beim Zusammennähen nicht verrutschen. Meine Tochter lädt es am liebsten ohne Nadel. Und manche Leute stecken auch komplett einmal rum fest. Hier wird dann auf der Fließseite festgesteckt und auch auf der Fließseite genäht, weil das Vlies sonst beim Nähen zu sehr verrutscht, wenn es auf der Unterseite ist. So. Okay. Ja. Und noch dieser. Und dann müssen wir umdrehen und die Unterseite stecken. Das machen wir aber im nächsten Filmteil.